Die nachfolgende Sendung ist nicht für Menschen ohne Humor geeignet. So, neues Adventskalendertürchen. Zwergis Adventskalender 2019. Das 18., wenn ich nicht komplett irre. Frohen 18. Dezember. Heute mal wieder ein Meinungsvideo. Während ich im Hintergrund versuche, in Paint die Logos der Betroffenen nachzubilden, um die es heute geht. Habt ihr im Hintergrund auch was zu sehen? Heute meine Meinung zu den Parteien, die bei der Europawahl 2019 antraten. Zumindest die meisten. Eben die Parteien, zu denen ich was sagen konnte. Los geht's. Die CDU. Die CDU ist einfach eine große, übermächtige, konservative Bande, die mit ihren Mehrheiten alles verhindert, was sich für die Rechte der Bürger einsetzt. Eine Partei, die sich selbst als bürgerlich bezeichnet, aber in der Realität fast komplett wirtschaftlich orientiert, entscheidet. Von einer Partei, die auf Umweltschutz teilweise komplett scheißt, junge, neuerdings auch ihre alten Wähler nicht nur vergrault, sondern auch aktiv bekämpft, der das Geld ihrer Lobbyisten mehr wert ist als die Meinungen, als die Stimmen des Volkes, die dermaßen die Grundrechte missachtet. Von so einer Partei halte ich gar nichts. Da bin ich einfach komplett auf der anderen Seite. Da bin ich dagegen. Das finde ich mehr als schlecht. Nie mehr CDU. Aber eines muss man ihnen schon lassen. Sie haben sich den ältesten 27-Jährigen gezüchtet. Qualzucht ist echt eine Stärke dieser Partei. Zwinker Smiley. Die SPD. Nun ja, manche Fehler vergebe ich denen ja, denn sie wissen nicht, was sie tun. Die SPD ist irgendwie wie ein kleines Kind. Das Ziel vor Augen, aber unterwegs doch lieber noch ein bisschen Stufen hopsen oder zur Schaukel rennen. Vielleicht ist's, wenn man fertig ist mit Schaukeln, schon langsam am Abend werden und man will nicht mehr weiter oder muss umkehren, weil Mama will, dass Kindchen vor dem Abendessen wieder zu Hause ist. Dann kann man den Weg zum Ziel erst am nächsten Tag weiter beschreiten. Ja, die SPD hat schon ab und an gute Ideen und meistens das richtige Ziel vor Augen. Aber Mama CDU lässt uns ja nicht und wir müssen ganz brav sein, sonst gibt's zu Weihnachten keine Geschenke. Aber eines muss man ihnen schon lassen. Timo Wölken, der ist eine echt coole Socke. Und der Kevin macht sich auch nicht schlecht. Also, was ich damit sagen will, es gibt auch manchmal ein paar weiße Schafe in einer Herde schwarzer Schafe. Manchmal schleicht sich in die Herde ein einsames oder zweisames weißes Schäfchen ein, was die Herde aber noch lange nicht weiß macht. Bündnis 90. Die Grünen. Nun ja, grundsätzlich ist das ja befreundetes Terrain. Meine Partei und die Grünen. Grundsätzlich verträgt sich das. Naja, was soll ich sagen? Im Thema Umweltschutz als Kämpfer gegen den Klimawandel mögen sie sicherlich die besten Vertreter in der Politik sein. Aber was andere Themen angeht, ja, ich sag's mal so, sie widersprechen sich manchmal leider selbst und sind manchmal ihr eigener Antagonist. Was ich an dieser Partei vor allem sehr bedauernswert finde, sie tendiert leider viel zu oft nach rechts und kann leider doch manchmal Spuren von CDU enthalten.
schwarz-grüne Koalition wäre mit Sicherheit nicht harmonisch, aber dass sie eine denkbare Option ist in manchen Parlamenten, zeigt für mich, dass die Grüne viel zu nah an der Union dran ist, um eine gute Alternative zur CDU und zur GroKo zu sein. Ist für mich leider keine Option, obwohl ich sie durchaus gut und teilweise auch unterstützenswert finde. Die Linke. Die Linke ist in meinen Augen momentan das, was die SPD eigentlich sein sollte. Naja, zumindest in ihren politischen Ausrichtungen, in ihren Zielen. Ich finde, die Linke ist eigentlich ganz in Ordnung. Es gibt einige gute Leute in dieser Partei, Gregor Gysi zum Beispiel, ein wirklich sehr guter Politiker. Ihre Ziele und ihre Vorhaben sind auch meistens gar nicht grundverkehrt. Insgesamt ist sie auf jeden Fall wählbar für mich. Leider gibt es in dieser Partei manchmal auch Aktionen, bei denen man eigentlich nur wegsehen will. Manchmal agiert diese Partei leider auch sehr unbedacht. Ich erinnere mich gut an eine Aktion der Linksfraktion im Bundestag, bei der sie Schilder mit Namen von Opfern des Anschlages oder ähnlichem hochhielten. Ja, manche Aktionen dieser Partei sind etwas unbedacht. Das ist schade. Diese Partei muss nicht durch so etwas auffällig werden. Unüberdachte, unsinnige Aktionen, dafür ist eigentlich eine andere Partei im Bundestag zuständig. Die AfD. Eine Partei, die aus zwei Sorten Menschen besteht. Rechtsextremisten und Leuten, die es in Ordnung finden, mit Rechtsextremisten in einer Partei zu sein. Dass eine solche rechtspopulistische, eine rechtsextreme, faschistische Partei so viele Wählerstimmen erhält und so viele Abgeordnete in die Parlamente senden darf, dass diese bereits als etabliert gilt, ist nicht nur traurig, sondern äußerst schlimm. So eine Partei darf meiner Meinung nach nicht in den Parlamenten vertreten sein. Eine Partei, die mit ihrem Programm gegen die Grundrechte arbeitet, gehört nicht in ein demokratisches Parlament. Es ist einfach nur schlimm, dass Faschismus und Hass wieder in diesem Maße salonfähig geworden ist. Die AfD mit ihren Programmen und Zielen gehört für mich bekämpft und abgeschafft. Und nein, die verfickte AfD ist und war niemals eine Alternative für Deutschland. Eine Alternative zur CDU. Faschismus ist keine Alternative zu undemokratischem Verhalten. Die CDU gehört meiner Ansicht nach in ihrer aktuellen Vorgehensweise ebenso bekämpft. Aber nicht auf diese Weise. Die AfD halte ich für sehr, sehr schlecht. Als demokratieliebender Mensch bleibt einem ganz einfach nichts anderes übrig, als diese Partei zu bekämpfen. Es gibt keinen Weg mit der AfD. Mit der AfD kann man auch nicht ergebnisoffen sondieren. Die AfD ist übrigens die einzige Partei, neben der Partei Die Partei, die nicht ein Wahlprogramm, sondern ein Regierungsprogramm aufgestellt hat. Die FDP. Ja, nein. Also, von unseriösen Witzparteien unter 2% halte ich gar nichts. Aber Lindner sieht echt sexy aus. In Schwarz-Weiß. In Bunt nicht so, aber in Schwarz-Weiß. Die Piraten. Also, die Piratenpartei ist in Sachen Netzpolitik wahrscheinlich die beste und allererste Wahl. Und bei Themen wie Artikel 13, unentbehrliche Unterstützer im Kampf gegen Zensur und für Freiheit im Netz. Auch beim Thema Netzneutralität sind sie ganz stark. Und in ihrem Kampf gegen Videoüberwachung im öffentlichen Raum, denke ich, sind sie genau auf dem richtigen Weg. Leider gibt es um diese Parteien leider doch zu oft Skandale um rechtsextreme und sexistische Mitglieder. Naja, nicht erst im Europaparlament wegen Julia Reders Ex-Bürochef.
gegen den Vergewaltigungsvorwurf im Raum standen, weshalb Julia Reda ihre Partei verließ. Damit verliert die Piratenpartei auch ihr größtes Mitglied, meiner Meinung nach. Die Partei. Tja, sie ist halt einfach die einzige wirkliche Alternative zur CDU, zu GroKo und der korrupten Regierungsart der Union. Im Gegensatz zur perfekten AfD ist die Partei eine Alternative gegen die übermächtige GroKo Haram. Und ja, die Zeiten sind zu hart, um nicht mit Humor und Satire zu reagieren. Die NPD. Unsinniger brauner Nazi-Bullshit. Kann sich nicht mal selbst organisieren. Das ist, muss man da noch was zu sagen? Ja. Kommen wir zum nächsten. Bündnis Grundeinkommen. Also, das Grundeinkommen an sich ist eine sehr gute Sache. Das würde ich auch sehr gerne eingeführt sehen. Aber mir erschließt sich noch nicht ganz, wieso es dafür, für dieses Thema, eine eigene Partei geben muss. Korrigiert mich, wenn ich mich da irre. Aber gibt es da nicht auch andere Parteien, die sich ebenso für ein Grundeinkommen einsetzen? Zum Bleistift Die Linke oder die Grünen? Sie ist auf jeden Fall eine monothematische Partei, die erstmal nur für dieses Thema kämpft. Aber gut, die Grünen waren, soweit ich weiß, anfangs auch eine monothematische Partei. Die Piratenpartei auch lange Zeit. Der dritte Weg. Nee, komm. Lassen wir den braunen Dreck mal gut sein. Muss man da noch was zu sagen? Solche ewig gestrigen Nazi-Banden gehören einfach verboten. Ja, was soll ich sagen? Ich glaube, wir haben gerade eher ein anderes Problem als den dritten Weg. Ein viel größeres und aktuelleres Problem in Blau. Die Partei Liebe. Waren das nicht die, die jedem ein Brotkleid schenken wollten? Finde ich gut. Wir brauchen mehr Blautkreider. Das könnte man fast übernehmen. Wir fordern, Blaukraut soll auch in 100 Jahren noch Blaukraut bleiben. Ich finde, man sollte dieser Partei Regierungsaufgaben anvertrauen. Steht schon so in der Bibel. Wenn Liebe regiert, hat Angst keinen Platz. Die Humanisten. Ja, also diese Partei finde ich tatsächlich sehr in Ordnung, um mich kurz zu halten. Für wählbar halte ich diese Partei auf jeden Fall. Ich bin auf alle Fälle ein Freund dieser Partei. Gefällt mir, was die machen, finde ich sehr unterstützenswert. Aber mit manchen Themen dieser Partei werd ich nicht warm. Manches stört mich zu sehr an der Humanistenpartei, dass ich sie wählen könnte. Ihre Ansicht zu den Feiertagen teile ich zum Beispiel nicht ganz. Das nur als ein Beispielsthema. Eine akzeptable Alternative ist sie trotzdem, wie ich finde. Kann man machen, muss man nicht, aber ja, man kann. So, ja, das war meine Meinung, das waren meine Meinungen zu den Parteien bei der Europawahl 2019, also die wichtigsten, wie schon gesagt, oder die zu denen ich was sagen konnte, hauptsächlich, also jetzt nicht die wichtigsten, aber zu denen mir was eingefallen ist, zu denen ich was sagen wollte. Ich hoffe, ihr seid jetzt noch dran geblieben und ja, für alle, die jetzt noch dran geblieben sind, die das jetzt nicht schon beim Begrüßungssatz abgeschreckt hat, die jetzt sich das Ganze angehört haben, schreibt einfach mal, ich will das einfach mal als überprüfendes Ding am Ende mal hinsetzen,
Schreibt einfach mal, wenn ihr hier noch dran geblieben seid, bis hier an diesem Punkt, eure Lieblingspartei, also mal eure liebste Partei, als Hashtag, also Hashtag Lieblings und daneben dann eure Partei. Also zum Beispiel Hashtag Lieblings die Partei. Oder meinetwegen auch Hashtag Lieblings-SPD. Versteht ihr? Also damit die Leute auch in den Kommentaren ziemlich verwirrt sind, was hier los ist. Also wenn ihr bis hierhin dran geschrieben, dran geblieben seid, könnt ihr auch mir in dieser Form auch gleich übermitteln, welche Partei ihr am besten findet. Gerne auch eure Kritik und eure Meinung zu den Parteien in die Kommentare. Ja. Meine Meinungen auch gerne kritisieren. Ich bin nicht das A und O. Ich bin hier nicht, also ich bin hier nicht der Meinungsvorgeber. Meine Meinung kann auch mit eurer Meinung nicht 100% übereinstimmen. Verbessert mich in den Kommentaren. Ja, aber nett bleiben in den Kommentaren. Wir wollen hier nicht. Ja, ihr wisst Bescheid. Seid freundlich und ja, Diskussionen sind immer erwünscht, aber in gutem Maße, in freundlichen und in guten Umgangsweisen. Ja, habe ich viel gelabert jetzt. Däumchen nach oben, sollte es euch gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid. Den nächsten Part nicht verpassen wollt. Das nächste Adventskalender-Türchen morgen nicht verpassen wollt. Haut rein. Ciao, ciao. Da bin ich dagegen. Das finde ich mehr als schlecht. Aber eines muss man ihnen schon sagen. Bündnis 90. Die Grünen. Nun ja. Grundsätzlich ist das ja befreundetes Terrain. Meine Partei und die Grünen. Grundsätzlich verträgt sich. Lang. Es gibt einige gute Leute in dieser Partei. Gregor Gysi zum Beispiel. Ein zur CDU, zur GroKo und der korrupten Regierungsart der Union. Nee. Nochmal von vorne. Der Text ist nicht lang. Und ja, die Zeiten sind zu hart, um nicht mit Humor, mit Satire zu regieren. Auch schön, aber reagieren war das Wort. Manches stört mich zu sehr an der humanistischen Partei. Nicht schlecht, aber da steht Humanistenpartei. Aber mit manchen Themen dieser Partei werde ich nicht warm. Sie ist auf jeden Fall eine monothematische